Hallo und willkommen in der Steinchenwerkstatt. Mein Name ist René, heute bin ich für euch am Start. Und es geht weiter. Willkommen zu Teil 4 des Traktors oder Trators, wie es Moltking nennt. Komischerweise auf der Verpackung und Anleitung von dem hier steht Trator drauf. Ja, wird auch so im Internet überall betitelt als Trator ohne C oder K, je nach Schreibweise. Bei den Sachen steht wiederum Traktor Supplements Pack überall drauf, also mit C oder K, je nach Schreibweise. Ob denen da ein Fehler unterlaufen ist oder ob das Absicht ist, keine Ahnung, ich find's lustig. Aber ja, das ist nur so ein kleiner Fun Fact am Rande. Es geht weiter, wir sind bei Teil 4. Für alle, die es noch nicht gesehen haben, ich werde unten in der Infobox die anderen drei Videos verlinken, beziehungsweise oben auf dem i werde ich das Video von dem Traktor verlinken. Das ist gar kein Problem, dann könnt ihr es gerne nachholen, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Und auch für alle Neuen unter euch, die es noch nicht gesehen haben, worum geht es jetzt? Wie gesagt, Teil 4. In Teil 1 haben wir den guten Eumel hier gebaut. Ja, die Nummer 17019 von Moltking. Offiziell lizenziertes Set. Gar kein Problem, es ist ein Mock, aber lizenziert, vom Designer abgenommen, 1A. Ferngesteuert, beinhaltet zwei L-Motoren, einen M-Motor, wunderbar, plus ein Servo, selbstverständlich Servo. Bei dem Pack ist dabei, ja, also bei dem Traktor, die Schaufel, der Strohhäcksler, der Grubber sowie ein Pflug. Bauzeit hatte ich dafür gebraucht, für den Traktor selbst 6 Stunden, für die Schaufel eine Dreiviertelstunde, für den Häcksler eine, ich muss mal kurz spicken, eine Stunde, für den Grubber habe ich eine halbe Stunde gebraucht und hierfür wieder eine Stunde für den Flug. Das waren die Videos 1 und 2, sprich im ersten Teil war der Traktor, im zweiten waren die Anbauteile. Dann kam Video 3, weil ich hatte mir nicht nur den Traktor geholt, ich hatte mir auch die 17021 geholt. Das ist das Expansion Pack, Schrägstrich Supplements Pack von Moltking, passend zu dem Traktor. Selber Designer. Und es passt alles wunderbar, alles untereinander kompatibel. Ja, sprich, wir haben am Traktor selbst vorne und hinten Aufnahmen dran, die an jedem Teil hier identisch sind und somit einmal voll reingehen. Teilweise über die Fernsteuerung bedienbar, teilweise nicht. Macht aber dem keinen Abbruch. Es macht einen Heidenspaß. Einen Heidenspaß. Aber ich räume mal meinen Tisch ein bisschen leer. Also die Schaufel hatten wir besprochen, den Häcksler hatten wir auch besprochen. Den Grubber auch. So wie den Pflug. Den Traktor gibt es ja nochmal in einer anderen Ausführung in Rot. Ja, mit der Artikelnummer 17020, da hat er auch nochmal andere Anbauteile dabei. Da hat er, glaube ich, einen Schneepflug dabei und noch diverse andere Sachen. Habe ich noch nicht. Und ich weiß auch nicht, ob ich mir den noch hole. Er steht zwar auf meinem Plan, aber nicht als Priorität. Nur mal so viel am Rande. So, was haben wir im letzten Video gemacht, in Teil 3? Da haben wir diese Scheibenecke gebaut. Auch voll funktionstüchtig. Teilweise perfekt, nee, die ist sogar komplett per Fernsteuerung bedienbar. Man muss lediglich hier in der Mitte einen kleinen Ganghebel umlegen. Aber die Details dazu seht ihr in dem entsprechenden Video. Für die habe ich jetzt gebraucht 2-3 Viertelstunde. Dann haben wir noch diesen Heuwender gebaut. Ich vergesse immer wieder den Namen. Der ist auch teilweise fernsteuerbar, sprich die Rotoren, die kann man per Fernsteuerung über den Traktor ansteuern, über die Zapfwelle. Absenken kann man es hier hinten über eine kleine Kurbel. Macht sehr viel Spaß, sehr viel Fun. Für den habe ich gebraucht 3 Stunden. Und für die kleinen aufmerksamen Mathematiker unter euch, summa summarum, habe ich jetzt bereits mit dem Set verbracht 15 Stunden Bauspaß. Zu den Kosten.
Jedes Set, also sowohl die 17019 als auch die 17021, roundabout 100 Euro, je nachdem, wo ihr es holt. Hier und da ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger. Das überlasse ich euch, welchen Shop ihr da favorisiert. Wo bemerkt, asiatische Shops, nicht deutsche Neuheiten, die kommen erst noch in Deutschland. Ja, das wird noch ein paar Wochen dauern, glaube ich, bis die in Deutschland auch erhältlich sind. Aber sie kommen. Also ich weiß zum Beispiel bei dem Shop aus Flörsheim, da stehen die schon auf der Vormerkliste. Da kann man sich zumindest den Traktor schon vormerken lassen, dass man eine Info bekommt, sobald er da ist. Aber wir sind hier noch nicht am Ende von dem Expansion Pack. Supplements Pack. Da gibt es noch mehr. Ja, also der Traktor selbst hatte einen Bauspaß von 2596 Teilen und wir sind jetzt gerade in dem Supplements Pack drin, was 3098 Teile umfasst. Wir sind knapp in der Halbzeit. Die ersten zwei Modelle sind gebaut. Es folgt noch ein Anhänger, stinknormaler Anhänger und ein Mähwerk. Deswegen habe ich auch diese Tüten noch vor mir liegen. 5, 6 und 7. Sowie noch ein paar Räder waren noch dabei. Und meine Basics. Sprich, Basics sind die 3L-Pins in Blau, die Achskreuz-Pins in Blau. Ein paar ganz wenige Zweier Kreuzachsen sowie zwei L-Pins in Schwarz. Dann ist aus den vergangenen Bauschritten einiges übrig geblieben, was wir, denke ich mal, auch noch verwerten werden. Bis auf diese Teile, die hatte ich ja vergessen. Das hatte ich in dem anderen Video schon angesprochen. So. Jetzt seid ihr wieder auf dem Laufenden. Ich hoffe, es war nicht so viel Wiederholung für die Leute, die es bereits gesehen hatten. Aber ihr müsst auch bitte Verständnis erwerben, dass alle Leute, die neu zuschalten, dass ich die auch aufs Laufende bringen muss. Aber okay, ab jetzt geht's voran. Jetzt wird's frisch und ja, ich mache mich an Tüte 5. Ihr kennt es mittlerweile. Ich melde mich immer nach den Bauschritten zurück oder nach den einzelnen Tüten. Es sei denn, ich habe ein besonderes Highlight. Das blende ich da selbstverständlich zwischendrin ein. In diesem Sinne, bleibt dran und ich melde mich gleich zurück. Ein Dreiviertelstunde sind vergangen, die Tüte Nummer 5 ist leer und siehe da, wir haben ein Mähwerk. Ja, also summa summarum sind wir jetzt auf Schritt 333. Ja, einmal Zeit, um den Schnaps rauszuholen. Als nächstes kommen wir an die Tüte Nummer 6. Selbstverständlich steht sie schon bereit. Ja, und dann fangen wir auch noch an mit dem letzten Stück, dem Anhänger. Aber kommen wir doch mal zu dem Mähwerk. Also was in der Tüte 5 mit drin war, waren schon viele Teile für den Anhänger. Ja, die ganze Tüte ist voll mit Paneelen. Ja, von diesen Paneelen eine ganze, ganze Menge. Ansonsten ist das bisher übrig geblieben aus allen Bauschritten. Ich habe jetzt einfach alles zusammengeschmissen. Teilweise werde ich es bestimmt noch brauchen. Ja, Basics nehmen ab. Reifen haben wir noch liegen. Aber jetzt geht es erstmal um das Mähwerk. Es ist nicht ganz so groß wie die anderen Sachen. Im Gegenteil, es ist im Verhältnis schön handlich. Und was soll ich euch sagen? Wir haben hier sage und schreibe, ich habe nachgezählt, 32 Zahnräder verbaut. 32 Stück. Viele seht ihr noch. Die kommen jetzt auch gleich schon zur Funktion. Ja, hier vorne ist eine kleine Handkurbel dran, in der man das ganze Ding absenken kann. Und man leiert und man leiert und man leiert und man leiert und es senkt sich fröhlich fleißig ab. Ja, also auf das Leim muss man stehen, aber wobei das Leim ist ja auch eine ganz normale Landwirtschaftsfarbe. Und da haben wir es schon ausgefahren und wie ihr seht,
Zahnräder über Zahnräder über Zahnräder über Zahnräder und so weiter. Die ziehen sich hier komplett durch. Hier hinten sitzen auch nochmal welche drunter. Eine wahre Pracht. So, hier haben wir den Anschluss für die Zapfwelle. Das Gestell kennen wir mittlerweile zur Genüge. Damit koppeln wir es an den Traktor an. Ich habe wieder meinen improvisierten Motor. Einschalten, einschalten. Und wie Sie sehen, haut mir der Motor ab. Ja, also damit steuern wir das Mähwerk. Von oben seht ihr jetzt schön die Zahnräder sich alle bewegen, rechts und links. Und wenn wir das Ganze mal aufstellen, irgendwie, dann sehen wir das auch unten drunter. Ja, rechts wie links. Da bewegt sich alles unten drunter. Ein Heidenspaß. Kann ich euch sagen, ein Heidenspaß. Und das ist, wie gesagt, Technik, wie ich es mir wünsche. Zahnräder über Zahnräder. Immer gucken, dass man die schön justiert bekommt. Ach, jetzt kriege ich meine Achse nicht mehr raus. Doch. Ja, immer gucken, dass man die schön justiert und ausgerichtet bekommt. Und am Schluss sollte es eine Funktion ergeben. Aber wie gesagt, das Ding hat einen Heidenspaß gemacht zu klemmen. Technik pur. So gehört sich das. So, ich würde vorschlagen, da hinten wartet die Nummer 6. Ich mache mich an das letzte Stück. Nach der 6 melde ich mich dann nochmal kurz wieder. Und dann gehen wir auch schon ins Finale. Also, bis gleich. Ein Viertelstunde sind wieder vergangen, in denen ich fröhlich flock vor mich hingeklemmt habe. Und zwar ist die Tüte 6, Abschnitt 6 ist jetzt zu Ende. Ja, gleich kommen wir an die 7 und das gibt eigentlich nur noch den Aufbau, wie ihr seht. Ja, da hinten steht sie auch schon bereit, die Nummer 7. Wie ihr seht, meine Basics nehmen auch schon ganz schwer ab. Aber was haben wir getan? Und zwar, wir haben das Grundgestell gebaut. Ein kleiner, solider Anhänger mit vielen, vielen, vielen Liftarmen. Vielen, vielen, vielen kleinen Pins. Ja, so großartig gibt es da jetzt im ersten Moment gar nichts zu sagen. Außer, ich hatte ja schon mal bereits erwähnt, in dem anderen Video, wie es um den Grupper ging, dass das mit den Gummikonnektoren so eine Heidenarbeit war. Und dass doch Kettenknüpfen einfacher ist. Ja, bei dem Modell hat man wirklich alles. Auch hier ist man vor Kettenknüpfen nicht gefeit. Ja, auch das kam hier vor. Und zwar ist die Kette dafür da, die zwei Aktuatoren, die nachher die Kippfunktion steuern, hochleiern zu können. Sehr süße Idee, dass es hier über eine Kette gesteuert wird und nicht über Zahnräder. Oder nur bedingt über Zahnräder. Ja, finde ich sehr, sehr nice. Finde ich süß, so eine Idee. Ja, war auf dem Modellbild ja auch gar nicht zu erkennen, wie ihr seht. Aber ja. Sehr süß sowas. Sehr, sehr süß. Ja, schöne Heckpartie haben wir gebaut mit Rückleuchten. Ja, auch schön massiv, sogar noch mit Anhängerkupplung dabei, wenn man es benötigt. Ja, sprich, man könnte sich noch einen zweiten Anhänger dran machen. Ja, das ist ja wieder das, was an den Traktor rankommt. Und das ist dann quasi die Anhängerkupplung. Ja, also hier haben wir auch den Drehkranz verbaut, der noch permanent übrig war. Die Aktuatoren haben wir verbaut. Die Liftrahmen sind hier unter, das seht ihr ja. Und wie gesagt, eine Kette, womit wir dann, ja, ich werde es jetzt nicht machen, dann verstelle ich mir wieder alles. Die sind gerade ausgerichtet, die zwei. Aber das werdet ihr ja gleich noch sehen, wenn ich dann den Aufbau mache. Und wie gesagt, der Aufbau. Wir haben jetzt noch eine ganze Menge Paneele übrig.
so wie hier sind noch ganze Menge Lift-Arme jetzt drin. Ich würde sagen, ich mache mich frisch, fromm, fröhlich, frei ans Werk, auf dass wir zum Finale kommen. Bis gleich. Eine Dreiviertelstunde ist wieder vergangen und die letzte Tüte ist leer. Somit sind wir fertig. Bauschritt 100, 446 ist der letzte. Danach kriegen wir nur noch erklärt, wo welche Funktionen sind. Das zeige ich euch aber gleich. Also Aufkleber habe ich nicht verwendet, auch wenn sie sehr hübsch sind. Und ja, wir haben einen Anhänger. Selbstverständlich. Jeder Traktor, jeder Landwirt braucht einen Anhänger. Grundsolide, er fährt richtig, richtig gut. Er macht Spaß. Und ja, wie gesagt, die angesprochene Kette oder was wir so gemacht haben. Kleines, nettes, super süßes Feature, wie ich finde. Ja, wir drehen hier unten und... Ups, wir drehen in die falsche Richtung. Und siehe da, wie aus Wunderhand fängt er vorne an zu öffnen und er kippt sich. Ich finde das süß. Ich finde das richtig toll. Da oben geht es schon wieder auseinander. Na, so. Und wie ihr seht, die Aktuatoren tun ihren Dienst. Sie schrauben das ganze Ding nach oben. Hier ist jetzt Ende, da sind sie am Anschlag. Ja, und das alles wird über diese Kette gelöst. Im ersten Moment habe ich gedacht, warum eine Kette? Wieso? Warum? Aber jetzt muss ich sagen, geil. Ja, also mir macht das Spaß. Mir macht das richtig Spaß. Ja, und so sieht er dann im aufgekippten Zustand aus. Und selbstverständlich können wir ihn auch wieder zurückkippen. Ja, nur diese Stange hier, die reguliert das alles, dass das, dass die Tür aufgeht oder die Seitenwange aufgeht. Ganz normale Hebeltechnik, kein Hexenwerk, alles gut. So, und da ist er auch schon wieder zu und wir können weiterfahren. Knack, da sind die Aktuatoren am Anschlag und er ist fertig. Wie gesagt, grundsolide, er fährt richtig, richtig gut. Sehr leichtläufig, prima Geschichte. Aber ich würde vorschlagen, wir gehen mal zum Moderationstisch und ich zeige euch nochmal alles, was das jetzt so beinhaltet hat. Also, folgt mir. Schön, dass ihr dran bleibt. Und es ist also auch wichtig, dass ihr dran bleibt, weil ich muss ein bisschen ausholen. Ich nehme das Review jetzt von dem ganzen Zeug hier gerade zum zweiten Mal auf. Weil mittlerweile ist... das Video schon online gegangen, es kamen sehr, sehr viele Kommentare, es kamen sehr viele Abos. Mega. Ey Leute, ihr seid geil da draußen. Mega. Klasse, danke dafür. Aber in den Kommentaren, beziehungsweise auch von meinem Bruder, wurde ich darauf hingewiesen, dass das Ding einen Fehler hat. Ja, hat es. Und zwar ganz erheblich. Mehr oder weniger, zumindest bei mir. Fällt im ersten Moment gar nicht auf. Und wenn es auffällt, denkt man sich, scheiße, der Servo ist kaputt. Dabei ist der das gar nicht. Zumindest ging es mir so. Ja, meine Kinder haben es bespielt und auf einmal hat es knack, die Räder standen schief, weil einer hat in den Kommentaren gemeint, dass der Linkslauf nicht ganz richtig ist. Ja, genau. Da war schon der erste Knack drin. Ich habe es erst auf den Servo geschoben, dass der kaputt ist. Ist er aber nicht. Es ist ein Baufehler. Aber wie man den behebt... Muss man ein bisschen in seiner Krabbelkiste suchen, sich insgesamt vier Teile raussuchen und dann kann man den beheben. Ganz easy, zeige ich euch gleich am Bautisch, damit ihr das Schritt für Schritt nachvollziehen könnt. Aber wie gesagt, das kommt gleich. Deswegen nehme ich auch dieses Review, diesen Take zum zweiten Mal auf, weil ich euch das nicht vorenthalten möchte. Und ja, kommen wir doch mal zu dem Supplement Pack jetzt zum Schluss. Wir haben ja, also... Fernbedienung ist klar für den Traktor. Das ist mittlerweile bei beiden Sets übrig geblieben. Das bei dem Traktor, das hier bei dem Supplements Pack. Ein klein wenig Kleinvieh. Kleinvieh macht Mist, sammelt sich mit der Zeit. Alles gut.
Schraubenzieher ist immer bei der Fernbedienung dabei, damit ihr Batterien einlegen könnt. Aufkleber, wisst ihr, benutze ich nicht, weil das gegebenenfalls in die Verwertung geht und dann Aufkleber doof. Ah, naja. Beide Anleitungen haben wir mittlerweile durchgeklemmt. Der doofe Aufkleber davon drauf. Ja, einmal von dem Traktor plus die Anbauteile und den Supplement Pack. Und bei dem Supplement Pack, das hatte ich ja bereits erwähnt, die zwei großen. Für den hier habe ich jetzt eine Dreiviertelstunde gebraucht, hatte ich ja euch, glaube ich, schon erzählt. Und für den jetzt knapp zwei. Tolle Funktion, wie ich finde. Ja, auch gerade hier das mit der Kette da unten drunter. Das finde ich, das ist so ein nettes Feature. Ja, hätte ich überhaupt nicht mit gerechnet. Mir persönlich macht das richtig, richtig Spaß. Ich hab echt Fun. Ja, das Ding hat mich total abgeholt. Mega. Mega. Geil. Bei dem habe ich jetzt noch ein kleines Problem. Und zwar immer, wenn ich den absenke, dann klappen die mir vorne über. Ich wollte jetzt mal testen, wie das ist am Traktor. Ja, ich mache den einfach mal vorne hin, weil vorne oder hinten ist ja eigentlich, glaube ich, egal. Er hat ja über die gleichen Aufnahmen dran. Sofern es denn mal reingeht. Habe ich jetzt genau in der falschen Position? Anscheinend. Ups, ja. Kann passieren. Probieren wir es mal hinten. Und ja, wie gesagt, die Zapfwelle da reinzukriegen ist ein bisschen tricky. Auch da gibt es mittlerweile einen Tipp von dem gleichen, der den Fehler aufgezeigt hat. Ja, den Fehler könnt ihr übrigens auch nachlesen auf dem Lapin Board. Ja, der Verfasser des Beitrags heißt Olaf. Jetzt wieder das Übliche. Und der hat auch eine Konstruktion sich gebaut, wo das hier alles ein bisschen einfacher geht. Die habe ich jetzt noch nicht umgesetzt. Wäre aber, glaube ich, ganz sinnvoll. So. Na, ich sage ja, Moltking-Qualität im Moment gigantisch. Absolute Mega. Weder rein noch raus. Man braucht immer richtig Kraft in den Flossen. Aber das hatten wir ja bereits schon mal. So, da ist er drin. Und dann kurbeln wir ihn mal runter. Ja, also ihr seht, der ist ganz schön schwammig aufgehängt. Aber letztendlich ist es ja ein Mähwerk und soll, glaube ich, über den Boden schleifen, wenn ich das auch so richtig aus meiner Kindheit in Erinnerung habe. Weil ich hatte ja, glaube ich, schon mehr als einmal gesagt, ich bin nicht in der Landwirtschaft zu Hause, aber ich bin auf dem Dorf aufgewachsen. Und ja, da habt ihr Dinge öfter mal gesehen. Ja, und da klappt er einfach ab. Ich weiß nicht, woran das hängt. Ob ich jetzt auch irgendwo einen Fehler habe, ob ich was vergessen habe. Er ist auch nicht ganz symmetrisch. Also er zieht sich bei mir nach vorne weg. Also quasi in diese Richtung zieht er sich weg. Ich bin da im Moment so ein bisschen ratlos, woran das hängt. Aber das tut der Funktion keinen Abbruch, also man kann die weiterhin fahren. Lenken, wie gesagt, da komme ich gleich noch zu. Und funktioniert tut er auch. Also das ist alles kein Problem, auch wenn man ihn dann wieder hochleiern möchte, geht das auch ohne Probleme. Wie gesagt, ich habe halt nur das Problem, dass der ab und zu mal so abfällt, weil es einfach
Ja, er wird letztendlich nur über den Aktuator und einen Pin gehalten, beziehungsweise zwei Pins gehalten. Ich glaube, das ist allgemein ein bisschen wenig. Also da ist vielleicht noch ein bisschen Verbesserungsbedarf. Ja, also nicht durchweg positiv das Set. Es hat auch kleine Schwächen. Aber wenn ihr mich fragt, echt nur ganz kleine. Fun Facts am Rande. Ich habe gebraucht für alles zusammen. Ja, also sprich den Traktor, das Mähwerk, die Scheibenecke, den Heuwender, den Anhänger. Ja, also ihr seht, hier kommt eine ganze, ganze Menge zusammen. Die Schaufel. Ja, für alles zusammen, was jetzt hier so auf dem Tisch rumsteht. Insgesamt 5.694 Teile. Und ich habe meine Zange verlegt, was ich vorhin gesagt hatte. Na, dann bleibst du halt dran. Ich muss kurz spicken. 5.694 Teile stehen jetzt hier auf dem Tisch. Und gebraucht habe ich für alles zusammen, also für die 17.019 von Mold King, als auch die 17.021 von Mold King, waren ja zwei Sets, 24 3/4 Stunden, also knapp 25 Stunden Bauspaß. Bauspaß. Weil es hat wirklich, wirklich Spaß gemacht. Viele, viele tolle Zahnräder, viele Technikelemente. Ja, klare Kaufempfehlung, holt's euch. Wie gesagt, bei Mold King selbst kostet das Ding, wie gesagt, Mold King selbst, nicht andere Shops, Mold King selbst kostet das Ding knapp 120 Euro, das Ding kostet knapp 100 Euro. Ey, absolute Schnapper, oder? Wenn ihr mich fragt. Bei Lego, der Class Serion damals, der ja keine Fernsteuerung hatte, zwar mechanisch angetrieben, aber keine Fernsteuerung hatte, kam damals mit einem Listenpreis von 150 auf den Markt. Und hatte nicht so viele Teile. Ich glaube, der kam nur mit 3000 oder sowas. Also deswegen, mega. Was ihr hier fürs Geld bekommt, geile Kiste. Richtig, richtig geile Kiste. Also, ich habe meinen Spaß, meine Kiddies haben ihren Spaß. Spaß ohne Ende. Und damit nicht genug. Selbst wenn ihr irgendwann mal von den Dingern die Schnauze voll habt. Genialer Teilspender. Selbst für ein Schlachtfest genial geeignet. Alle möglichen Zahnräder drin, alle möglichen Größen drin, alle möglichen Achsen drin. Liftarme ohne Ende. Also so oder so. Klare Kaufempfehlung. Egal, was ihr damit machen wollt. Das ist der Burner. Absolut der Burner. So. Folgt mir nochmal kurz zum Bautisch. Da zeige ich euch, wie ihr den Fehler hier drin behebt, weil ich finde, der ist doch relativ wichtig und relevant. Wie gesagt, aufgezeigt wurde er im Lappinboard von Olaf. Das ist zumindest die Quelle, die ich habe. Ja, ich wurde über meinen Bruder hingewiesen und über die Kommentarfunktion hier unten drunter. Deswegen mega, was ihr kommentiert. Geil, weiter so. Ich gebe mir auch immer alle Mühe, das noch immer recht zügig zu beantworten. Aber je mehr es wird, umso schwieriger wird es. Aber ich bemühe mich. Ich bleibe am Ball. Und gerade wenn dann solche Tipps kommen mit, da ist ein Fehler drin, ja, her damit, her damit. Ich versuche das dann umzusetzen und gegebenenfalls dann auch in ein Video zu packen, so wie jetzt. Und wenn ich halt nochmal einen Take neu aufnehmen muss, dann ist das eben so. Ja. Aber wie gesagt, folgt mir zum Bautisch, da zeige ich euch den Fehler und wie ihr ihn beheben könnt. Bleibt dran. So, und da sind wir wieder mit dem guten Stück. Ach, übrigens, es ist die gleiche Aufnahme wie bei dem Glas Xerion von Lego. Also nur für alle, die so fragen, ob das kompatibel ist. Ja, ist es. Und das finde ich ja, ist ein noch größerer Pluspunkt für Mold King. Weil glaubt ihr wirklich, Lego würde sich ein anderes System anpassen? Ja, lass mir die Frage einfach mal dahingestellt sein. Aber so, worum geht's? Und zwar, wenn er lenkt. Ja, ihr seht, er fährt immer wieder in Ausgangsstellung zurück, beziehungsweise er knirscht sehr komisch und knackt teilweise. Das hat einen ganz, ganz super einfachen Grund. Der ist in der Bauanleitung auf Schritt 117. Kleinen Moment. Auf Seite 117 ist der nämlich dokumentiert, oder das ist der Bauschritt, der ein bisschen fehlerhaft ist.
zwar geht es um diese Teile. Die sperren ein bisschen hier vorne. Aber, und ja, mit etwas logischem Menschenverstand kommt man auch selbst dahinter. Aber ja, auch bei mir hat es ein bisschen gehapert. Ich kam nicht dahinter. Zumindest nicht beim Bauen. Ich drücke es mal so aus. Ja, es geht um dieses gute Stück hier. Ich mache nochmal die andere Seite ab. Weil wir wollen es ja schließlich auf beiden Seiten machen. Und wie gesagt, das geht ruckzuck. Man muss nur ein bisschen in seiner Krabbelkiste kramen. Hier hängt die ganze, der ganze Achsschemel dran und soll sich drehen. Jetzt haben wir aber hier eine Kreuzverbindung und hier eine Kreuzverbindung. Und wir wissen ja, alle Kreuzverbindungen drehen sich nicht mit. Ja, ihr seht, er will sich drehen und kann sich nicht ganz drehen. Der Servo kommt an den Anschlag und springt teilweise über. Also das ist mir nicht passiert. Er ist übergesprungen und hing dann in einer leicht schiefen Stellung fest. So, also was tun wir? Wir ersetzen es. Ich habe mir jetzt aus meiner Krabbelkiste herausgesucht diese Zweierachsen, Zweierliftarme mit Achsaufnahme und Pinaufnahme. Beziehungsweise ein, ich glaube, das ist von Kader, einen Pinachs ohne Friktion und das Ganze zweimal für rechts und links. Mehr braucht man nicht. Ja, es wird auch beschrieben, dass man eigentlich nur einen neuen Pin braucht. Kann auch mit Reibung sein. Ich hatte halt gerade einen ohne Reibung da. Wie ihr an der Farbe seht, der ist schwarz, also wird er, denke ich mal, von Kader sein. So, dann setze ich den hier einfach ein. Arretiere den von oben wieder. Und schon haben wir ihn auf dieser Seite behoben. Ja, jetzt haben wir hier, genauso wie hier vorne auch, weil es ist ja klar, hier ist eine Achse, die will sich, die dreht sich logischerweise. Hier hinten haben wir die das Lenkgestänge dran. Und hier vorne, das will sich dann selbstverständlich mitdrehen. Kann sie es aber nicht, weil es fixiert ist. Und so funktioniert es, wie ihr gleich sehen werdet. Machen wir die ganze Seite auf der ganze Sache auf der anderen Seite auch nochmal. Deswegen auch ein bisschen Entschuldigung, dass das Video dann so lang dauert, aber ich glaube, dieser Tipp ist Gold wert, zumindest bei mir. Ja, damit hat alles dann reibungslos funktioniert. Die Reifen haben sich nicht mehr blockiert. Und alles war wieder gut. So, alles draufgesteckt. Und ihr seht, er bleibt jetzt in der eingeschlagenen Position stehen. Ja, er springt nur noch ein ganz super minimales Stück zurück, aber grundsätzlich bleibt er jetzt in der Position stehen, wo ihr ihn haben möchtet, beziehungsweise im Vollanschlag. Noch die Räder wieder drauf machen und ich kann euch sagen, die Dinger, ich finde die Mega-Reifen ja richtig geil, aber die da drauf zu machen, das ist für mich persönlich immer so eine kleine Horrorgeschichte. Gerade jetzt, wo ich noch an der Kamera vorbei muss und quasi nichts sehe, ist das doppelt schwierig. So, da ist er drauf und hat verloren. Radkappe wieder drauf. So. Und das Ganze, die tue auf der anderen Seite. Erstmal die Radkappe wieder raus. Sonst sehe ich nichts. So.
So, ansetzen, halten, drücken, drin ist es, Radkappe drauf und siehe da, er lenkt und bleibt im Volleinschlag drin. Sehr schön. Ich würde sagen, Mission erfolgreich. Der Akku, der Servo springt mir nicht mehr über und somit ist das gute Teil einsatzbereit. Dann bleibt mir jetzt nur noch zu sagen, Dankeschön fürs Zuschauen. Vielen, vielen lieben Dank für die ganz tollen Abos. Bleibt schön gesund da draußen, bleibt uns gewogen und wir sehen uns bald wieder. Ciao!